Heute der erste Tag unseres Umbaus unter dem Projektnamen Royal Ride. Alles wurde super vorbereitet. Wir sind gestartet heute Morgen und sind schon mit den Kabinen weg von den Gehängen, wurden abgehängt. Heute ist natürlich ein wunderbarer Tag, ein Meilenstein für unser Projekt Royal Ride. Im Hintergrund sehen wir den Helikopter Kamov, Schwerlasthelikopter, für den Transport der Kabinen und Laufwerk und Gehänge. Ja, wenn die Kabinen dann in Wengen sind, sind sie schlussendlich fast am Ort. Dann müssen wir sie noch unter die Seile ziehen und dann mit Habecken hochheben zu den Verbindungsstücken vom Gehänge. Die Kabinen sind einzigartig. Es ist jede Bahn ein Unikat, speziell maßgeschneidert für den Kunden nach seinen Belangen. Hier mit Spezialdesign und die Innovationen mit Balkon ist natürlich für die Schweiz einzigartig. Ist die erste Kabine, die wir so ausgeführt haben für den Schweizer Markt. Ja, langsam kommen wir unserem Ziel näher. Heute wurden die Balkone auf die Kabine montiert. Für uns natürlich ein spezieller Tag und entsprechend haben wir auch Freude. Wenn wir hier in die Region schauen mit dieser Aussicht und ich mir vorstelle, dass man auf diesem Balkon die Fahrt geniessen kann auf einem männlichen, das ist natürlich ein einmaliges Erlebnis. Es hat für uns etwas mehr Aufwand gegeben mit Tests und so, aber da sind wir gerne bereit gewesen, das mitzumachen. Für, wenn man das Resultat sieht, machen wir das gerne. Ja. Ja, das Endresultat ist eigentlich das Genialste, was wir erreicht haben. Mit dem ganzen Projekt Royal Ride ist wirklich alles grossartig geworden. Die nächsten zwei Wochen sind noch reserviert für Testarbeiten. Bremsproben und alles muss wirklich durchgecheckt werden, alle Sicherheitsanforderungen überprüft werden, damit wir dann in den Betrieb gehen können. Wir werden traut. Danke, danke. Herstellerfirmen, danke allen Mitarbeitern. Wir waren erleichtert und auch stolz. Natürlich waren wir müde von den vielen Arbeiten, aber wir waren wirklich stolz, den Termin erreicht zu haben und jetzt können wir die Eröffnung feiern. Da denke ich schon, jetzt sind wir von der Zubringerbahn ins Wandergebiet im Sommer oder ins Skigebiet im Winter. Jetzt haben wir eine Attraktion im Sommer. Jetzt haben wir eine kleine Erlebnisbahn, können den Gästen etwas bieten. Und das ist für Wengen etwas sehr Schönes, etwas Gutes. Das Feedback war perfekt. Wir haben generell auch speziell, ich denke, heute waren sehr viele vom Ort Wengen hier, die Einheimischen, die Leute, die Geschäftsleute. Es war jeder begeistert. Ich bin sehr glücklich. Wir haben jetzt 2,5 Jahre daran geschafft und es war viel Arbeit gewesen, aber es hat sich gelohnt. Und gestern habe ich gesehen, so viele Leute am Eröffnungstag hier und nachher alle können hochfahren. Es war ein ganz schöner Tag für uns und wir sind sehr glücklich. Es war genial, schön, ein gutes Gefühl, Befriedigung, eine grosse Befriedigung. Das war es einfach. Ja, jetzt der erste Betriebstag. Und wie funktioniert es? 8:30 war die erste Fahrt. 10 Leute schon auf dem Balkon. Ja, wunderbar, schön.